Willkommen, Gamerfreunde-Ladies, zu einem neuen Live-Let's-Stream mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming-Lounge mit House of Ashes. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Teil wird. Gleich noch eine Einführung, damit wir gut durch die Nacht kommen mit dieser neuen Geschichte. So, schauen wir mal, ob alles läuft. Hallo. Horizont, ich grüße dich. Schön, dass du wieder reinschaust. Willkommen zu einem neuen Projekt. Wie geht's? Grüß Gott, mein Bester. Ebenfalls Grüße zurück. Was macht die Kunst und die Gunst? Hey, easy, ahoi. Oi, ich habe dich jetzt in grün. Hast du gewechselt? Das passt gut hier. Schöner Kontrast mit dem Dunkeln. Wir haben 10 Monate, 10 Tage. Danke dir, easy, für deinen Support. Sehr coole Zahl. Ja, ganz gut. Außer ein bisschen Magen hat ein bisschen gesponnen. Und jetzt der Kopf. Naja, wie es halt immer so ist. Geht schon, geht schon. Danke dir. Ich hoffe, bei dir ist auch alles soweit im Lot. So, okay. Ich trinke jetzt doch nochmal kurz was. Und dann nochmal eine kurze Einführung zu dem dritten Teil. Es wird noch einen Teil geben. Der wird wahrscheinlich zum Herbst kommen, wahrscheinlich zu Halloween. Und dann ist die erste Anthology abgeschlossen. Und irgendwann geht es dann weiter mit wieder vier Titeln, die wieder in neuen Bereichen sind. Und die Besonderheit ist ja immer hier, dass man immer eine neue Geschichte hat, man hat immer neue Leute, man hat immer einen neuen Ort und immer irgendwas Neues, Unheimliches. Und Man of Medan oder Miden, wie ich es immer gesagt habe, mit dem Schiff, ja, war nicht schlecht. Little Hope fand ich besser, weil das offener, freier war mit dem Wald, mit den Hexen. Das war sehr cool gemacht. Ja, und schauen wir mal, ob House of Ashes sich die Spitze holt. Bin ich sehr gespannt. Okay, also kurz mal zur Info. Ja, wie ich schon sagte, ist ein dritter Teil der Spielreihe und wir befinden uns, ich denke, das wird uns dann auch nochmal mitgeteilt, im Irak sind wir, es ist 2003 und ja, während das Kriegsende immer näher rückt, soll eine Einheit, natürlich eine Militäreinheit, und wird von einem CIA-Agenten geleitet von Rachel King. Ich glaube, das ist auch die, die wir selber spielen. Und ja, wir finden eine unterirdische Anlage im Schatten des Zagros-Gebirges, weil wir dort nach Chemiewaffen suchen sollen. Irgendwas soll da versteckt sein. Und diese Nachschublinie sollen wir aufdecken und sichern. Und ja, dann ist noch geschrieben, bei ihrer Ankunft wird die Sucheinheit von einer Patrouille unter der Führung von Sergeant Salim Othman angegriffen. Okay, wieder so eine Gegenseite, die unser Zeug haben will. Oder vielleicht ist es auch der ihren Zeug, müssen wir mal schauen. So, weiter geht's. Während des folgenden Kampfes führt eine Erderschütterung dazu, dass sich der Boden unter den Kämpfenden auftut. Und als sie sich nach ihrem Sturz in den Ruinen eines versunkenen sumerischen Tempels wiederfinden, oh, das klingt mega gut, ist in der Dunkelheit unter der arabischen Wüste etwas Böses erwacht. Eine Horde uralter, schauerlicher Kreaturen eröffnet die Jagd auf ihre neue Beute. Das ist genau mein Geschmack, sehr cool. Grausige Entdeckungen und unmögliche Entscheidungen stehen der Einheit bevor, die dem unterirdischen Labyrinth und ihren Jägern entkommen muss. Ja, entscheidungsreich war es auch bei den anderen Teilen. Da bin ich echt mal gespannt, wie hier die Auswirkungen sind. Denn wir müssen uns dann echt schon entscheiden. Die Sache ist natürlich immer interessant, wie dreht sich das Ganze dann. Und ja, springen wir jetzt mal hier rein.
Mann. Wow. Muss das sein? Das dämpft total den Spaß. Ja, wir können nichts anderes machen. 2018. Aha. Na, ob man das glauben kann. So, schau mal. Aha. Ja. Glückwunsch, du verfügst jetzt über einen Freundepass. Mit diesem Pass können du und ein Freund den gemeinsamen Story-Modus einmal komplett durchspielen, ohne dass dein Freund über die Vollversion des Spiels verfügt. Dein Freund muss die Testversion von House of Ashes herunterladen und deine Einladung annehmen, bevor ihr euch gemeinsam ins Spiel stürzen könnt. Der Pass wird bei der Nutzung verbraucht und steht danach nicht mehr zur Verfügung. Okay. Ja, da sind wir wieder im Hauptmenü und schauen wir mal, ob im nächsten Teil der Kurator dann doch der Teufel ist. Die Anthologie, okay. Wer alles noch nicht gespielt hat, kann sich das auch in einer Dreierkonstellation sichern. Irgendwann wird es bestimmt noch eine Vierer geben. Ich spiele nicht allein. Doch, ich spiele alleine. Umso besser. Solo Story fortsetzen. Neue Story, Storyline, Szenenauswahl. Okay. Das ist hier schon der Tempel von früher. Cut. Okay. Beginne eine neue Story von Anfang an. Das machen wir jetzt. Ich spiele das Spiel im ASMR durch für die Entspannung während des Horrors. Ja, ich versuche wieder ein bisschen stimmmäßig was einfließen zu lassen. Wenn es was zu lesen gibt oder so. Schauen wir mal. Hallo Moderatorin, schön, dass du da bist. Rein66 bequem macht, mach es. Hallo. Du bist selten allein hier für die. Zum Glück. Seid ihr da? Zum Glück. Vielen Dank. So, neue Story. Okay, was haben wir hier? Nachsichtig. Ein Überleben ist wahrscheinlich. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Tödlich, der Tod ist unausweichlich. Kann ich das eigentlich noch mal nachher ändern? Ich überlege jetzt gerade, wenn das dann zu schnell geht mit irgendwelchen Events, wo wir schnell eine Kombi drücken müssen oder so und ich verpasse es dann. Wir springen erstmal rein. Ich schaue mal, ob ich das später nochmal ändern kann auf herausfordernd, aber heute für den Einstieg sind wir mal nachsichtig, nicht wahr? So, Speicherplatz. Okay. Spannung. Immer gerne doch, ja. Wäre es mit einem zweiten Account auf YouTube? Tube MKT ASMR. Ach, das würde ich schon hier machen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte schon mal dran gedacht, einen zweiten Account mitzumachen, aber dafür mache ich das zu wenig. Das wird sich nicht lohnen. Oh, cool. Wähle weise. Ja. Er ist nie allein, ja. Ach du Scheiße. Okay, es geht gleich gut los. Akkad, 2231 vor Christus.
nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein What? Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratou, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind nicht vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Oha. Schaut ihn weg. Du hast Glück, Herr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Aha. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, aha, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Ja, würde ich auch sagen. Also Shoggy, oh ja, danke dir, das passt gerade gut. Gott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Die Stimme, die kenne ich. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Ja, die Stimme kenne ich. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothea kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Bitte. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Ein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Hm. Diese Pest ist eine solche Tragödie. Was? Tötet sie. Ach, shit. Wie ihr befehlt. Okay, ich komme noch gar nicht klar. Ist aber nicht fair. Wow, ich muss die echt... Warum läuft man ja auch nicht so weg? Boah, das ist mies, dass ich das machen musste. Wow, einfach enthauptet. Okay, jetzt ist er frei.
Okay. Sumere. Die habe ich alle gegessen. Ja, war echt lecker. Das klang ja interessant. Stärke. Oh, der König. Erwischt, ja, auf jeden Fall. Das klingt nicht menschlich. Ah, der General ist noch da. Erkennt. Mein Herr stürmte den Tempel Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Mein Herr, ihr seid frei von seinem Okay. Wahnsinn. Das sind wir alle. Frei zu sterben. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akana! Warte! Was ist dahinter? Ja, gute Frage. Irgendwelche Kreaturen? Irgendwelche albtraumhaften Wesen? Die Vergangenheit ist so spannend. Hilf mir damit. Okay, geschafft. Geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Wow. Komm.
Da hinten im Schatten. Ach du Scheiße, was ist denn das? Oh oh. Seht ihr, die Farbe ist ganz anders jetzt. Oh no, das kann ich nicht so gut. Haben wir's? Okay, gut. Jetzt ist es vielleicht noch einfach, aber dann. Naja. Ah, nicht schon wieder. Eine Ratte? Nein, das kann nicht sein. Das glaubst du doch selber nicht, dass es bloß eine Ratte ist. Guck dir mal das Blut an. Wie viele starben drin, König? Ihr Opfer brachte. Halte RT gedrückt zum Aufheben von Objekten. Benutze R zum Untersuchen. Manche Interaktionen verraten dir Geheimnisse. Von dir entdeckte Geheimnisse werden im Bereich Sammlungen und Charaktere angezeigt. Oh, ich finde das super. Keine Ahnung, aber eins ist sicher: Das wird definitiv eine spannende Zeit. Oh ja. So, warte mal. Aha. Da war ein Käfer. Alles gut. Kann man noch essen. Finde den Geheimausgang, durchsuche die Katakomben. Oh, endlich können wir uns bewegen. Oh, cool. Benutze die Kamera und der Lichtquelle. Der Boden ist voller Blut. Oh, warte, hier blinkt was. Boah, das werden wir richtig schön genießen, nicht wahr? Unsere eigene versteckte Information, ja. Verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Ja, Gier. Jetzt hat er aber nicht reagiert, oder? Warte mal, da war doch was, oder? Nicht? Hm, okay. So, wie heißt die Waffe nochmal, die er hier hat? Das nennt sich... Moment mal, das nennt sich doch... Ah ja, Shepech. Oh, warte, hier ist noch was. Oha. Vorahnung freigeschaltet. Erwacht. Ja, man schaltet immer so Vorahnung frei und dann... Wenn die eintreffen, kann man die vielleicht nochmal beeinflussen. Also das ist der König auf Knochen mit Schlange und Skorpion. Aha, okay. Aber wenn das öfter mal vorkommt, werden wir bestimmt den ein oder anderen Fehler erleben. Ja, mit Sicherheit. Einem Käfer ist das aber schon überreagiert. Ja, das war eigentlich mehr der Sound. Der Käfer eher weniger. Ah, das Feuer, okay. Oh, hier oben. Vogelwesen. Das ist nicht der, oder? Ist das der König? So ähnlich aus. Ich hätte auch irgendeinen Pakt geschlossen. Aber ich muss jetzt noch mal kurz hier reingehen, irgendwie. Ah, da kommt der dazwischen, okay.
Irgendwelche Teile und Waffen. Na gut, okay. Vielleicht war es auch nur so zum Ansehen. Gut. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Geheimgang? Okay. Du hast deine Entscheidung mit dem Kopf getroffen. Wann immer möglich. Ja. Das ist gut. Ach ja. Balatu. Kurum. Okay. Geheimnisse. Oh ja, okay, das ist wie bei den anderen Teilen. Kursrichtung. Was ist das? Bilder. Erwacht, Lass mal kurz ansehen. Das sind wir, oder? Also irgendwo klettern wir raus. Okay. Alles klar, und jetzt müssen wir hier runter oder so. Hier? Naja. Denke dran, rechne immer und überall und vor allem mit allem. Ja. Müssen immer gefasst sein. Müssen wir mal die Türen hier abgehen. Ah, siehst du? Hier geht's raus. Hier, hilf mir damit. Zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Die Affenschädel, die er um den Hals trägt. Was ist das für ein Anhänger? Das geht dich nichts an, Akada. Respekt vor arrogant, Kümmerin. Nein, nein. Der Feind meines Feindes. Kurum nach oben. Ist mein Freund. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Okay. Was war das? Wie viele Wege führen in das Grab? No. Wir sind hier nicht allein. Du Scheiße. Sind das die Kreaturen, die es hier in echt gibt? Ach du Scheiße. Okay. Okay, alles klar. Hier drüben. Ah ja, ich war duschen, als die Benachrichtigung kam. Okay, alles klar. Zum Glück kam die überhaupt. Ach du Scheiße. The hell? Wow, das Licht geht mit einmal aus. Ich weiß. Okay, so eine Art Sonarblick. Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit. Verraten? Nein, nein, wir kämpfen. Oh, shit. Schwert und Schild.
gemeinsam zu kämpfen. Gurum und Balatu. Komm, du kannst es schaffen. Boah, die Kralle. Hey, gut gemacht. Oh no. No. Oh no. Oh Gott, wie viele sind denn das? Kurs aktualisiert. Ach. Also das war ein richtig starker Einstieg. Könnte sein, ja. Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Sie fragen sich wohl, wer ich bin und wo sie sind. Ich bin der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was sie tun. Jede Entscheidung. Ja, der war in den Vorgängerspielen immer der Kurator. Das ist meine Bibliothek. Aber ich glaube, das ist der Teufel. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in ihnen als gedacht.
Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, schauen genau hin. Denn sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie sie sich schlagen. Oder scheitern. Irak, 2003. Far Cry 7. Jason Kolchak, Lieutenant im Force Recon. Eric King, Lieutenant Colonel USF. Okay. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft, aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CEO. Dann geht's los. Dürften Sie lesen. Far Cry 6 ist ja gerade im Angebot. Echt? Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind... Sie sind genervt. Zurückhaltend. Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Okay. Was? Okay. Achso, das sind andere, ja. Irgendwo anders. Was ist Marine? Rachel King. Okay, Field Officer. Ach, von der ist das. Okay. Nick K. Sergeant Force Recon. Er ist ja nicht aus dem zweiten Teil, der Typ. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Kommt mir sehr bekannt vor. Das war's. Jupp, ja. Wochen, du bist durch und getan. Heute habe ich das gesehen. Weiß, so typisch. So typisch. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel, erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, muss vorbei sein. Ich bringe es ihm schon bei, wir sollten es auf Eis legen. Ja, solltest du schon sagen. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Aha. Auch zur Besprechung. Ja, ob das was wird? Shit. An Corrado konnte ich mich noch erinnern, aber an mehr irgendwie gerade nicht. Ah, okay. Ja. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Schokoriegel. Verputzt, während er eine Pediküre genutzt. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Ja. Geh ins Besprechungszimmer, okay. Wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Ich
Ich bin ja mal gespannt, ob wir genauso eine Vergangenheitsverbindung haben wie in den anderen Teilen. Beziehungsweise im vorhergehenden. Das würde mich immer interessieren. Okay. Ah, können wir gar nicht baden. Sehr schade. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Ja, die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jeder hat ihr eigenes Arschloch. Sergeant K. Das ist Lieutenant. Oh, der ist das. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja. Jetzt habe ich erst das Bild gesehen zusammen, okay. Wir sehen uns dann, Marine. Oh. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist okay. Bereit. Puh. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Das ist der berühmte Satellitentyp. Hast du dich aufgebracht? Lieutenant Colonel Eric King. Was dann wohl heißt, Lance Corporal, dass ich Ihr kommandierender Offizier bin? Ist das ein Witz? Mist, das ist kein Witz. Gib dem Colonel vollen Zugang. Besser. Gewöhnen Sie sich nicht an den Schreibtisch. Ich sag Ihnen, wenn die ein Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Aufgebracht. Sie sprechen da von meiner Frau. Das oh, er sagt, sie sind gar nicht getrennt. Toll, Hitzkopf. Rot ist schlecht, grün ist gut, weiß ist neutral. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft, für uns ist das sowas wie ein... Kosename. So, was hat er denn mitgebracht hier im Koffer? Warte auf das Team. Sieh dich im Besprechungszimmer um. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Okay. Den Technikkram machen sie. Und die Schlepperei machen sie. Wenn ich jetzt mal so schaue, so, das sieht schon richtig gut aus. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein. Sieht richtig gut aus hier mit den Säulen, mit dem Stein. Oh, was haben wir hier? Würde mich nicht wundern. Vielleicht lasse ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind. Solange sie nicht stolpern. Da kommt sie. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch.
Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Okay, gut, jetzt weiß ich auch Bescheid. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Erik, Besprechungszimmer 1500. Was hast du gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der Republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachel Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Schnell, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Paps. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich hole Luftunterstützung, wir bleiben unter uns. Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Klingt nicht gut. Mervyn hat schon recht. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Eure Einwände höre ich mir später an. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Meldet uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Okay. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Mhm. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Aber auch die Frau kommt mir auch bekannt vor von dem vorhergehenden Teil. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation. Geister, das ist unser Durchbruch. Im Team, du fehlst mir. Puh.
Ich denke mal schon, das ist bei ihm, oder? Oh. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Lass mich bitte ausreden. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Ich wollte dich immer bei mir haben. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Oh. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Hm. Du trägst deinen Ehering nicht. Hey, vorsichtig damit. Oh Mist, sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Die okay. Hat gar nicht gelesen. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Warte auf den Download. Sprich mit dem Team. Sieh dich im Besprechungszimmer um. Ja. Ja, das war klar, dass ich das jetzt nicht sage. Das ist immer eine typische Situation. Und was haben wir hier noch? Wir haben Sprengstoff, Blendgranaten, WP. Oha. Logo von CENTCOM. Datum. Ja, Sprengstoff, Blendgranaten, weißer Phosphor. Hab's gehört. Okay, die reden einfach rein. Gut. Was soll's? 30.05.2003, betreff dringende Ergebnisse, erforderlich an amtierende CEO Rachel King, vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Okay. Erstens, unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht vom Völkerrecht gedeckt. Mhm. Oh, nein. Ach. Hab ich aus Versehen losgelassen? Nein, 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 ich wollte noch zu Ende lesen. Zweitens, mit Beendigung der Kampfhandlung steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Drittens, unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift. Simon Fuller, SG, Einsatzleitung, Director of Human Intelligence, DIA, streng vertraulich. Aha. Ergebnisse. Alle entbehrlich, außer die Informationen. Was haben wir hier noch? Also reden. Wir haben noch was zu untersuchen. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um mal zu gucken. Nicht, dass es dann gleich losgeht. Okay. Was haben wir hier noch? Okay, ich glaube, bei solchen Sachen kann ich nur schauen, aber keine Geheimnisse aufdecken. Division Multicord. Division und. Okay. Das Bett kuschelt, ja, macht das. Das Bett. Okay.
Hier komme ich nicht lang. Sieht's hier aus? Ist es hier kalt drin, oder? Achso, das war das. Das ist jetzt ein anderes. Ah, da. American Overseas. Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlung im Irak für beendet. Manny Sherman hingerichtet. Mörder war in den letzten Stunden unkooperativ. Wow. Ja. Musste weg. Oh, Kaffee, hier ist gar nicht mehr viel drin. Ja, es hat mich angeschrien, dass ich mich gefälligst reinlegen soll. Ah, Geheimnis gefunden. Vertraulich Einsatz Irak Survey Group, SCP B Mailman, Nachricht ID CENTCOM Stoff N 1304, 27. Mai 03. Betreff Banditenaktivitäten Soran-Gebiet. Oha. Bericht über Verschwinden zweier Entwicklungshelfer Soran-Gebiet. Helfer als Yves Augam und Marie Venet identifiziert. Oh, ob wir die wiederfinden? Yves und Marie. Ne, Moment, identifiziert. Achso, dass die das dann verschwunden. Ja, okay. Nein, ich wollte noch. Ach, verdammt. Das habe ich mir schon gedacht. Download fertig. Sowas finde ich immer schade, dass du nie die Zeit hast, komplett alles dir in Ruhe anzugucken. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal zurück, dann können wir das beenden. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Mhm. Salim. Badr Mandali. 17.53 Uhr. Ein Geschenk für die Liebste. Ach, das ist der Salim Ottmann. Ah, genau, das habe ich euch ja kurz vorgelesen für die Einleitung. Zane! Einer geht! Zane, wie von Alan Wake, oder was? Finde Zane durch sowas ins Zimmer. Okay, kurze Unterbrechung. Ich brauche Flüssigkeitsnachschub. Geht gleich weiter. Trinkt auch mal was. Bis gleich.
So, okay. Fortsetzen. Aha, okay. Danke dir. So. Okay. Was haben wir hier? Wappen der Highgate University, Herr Zain Othman. 112 Batra Mandali, Kut, Irak. 3. März 2003, Bewerbungsnummer J030342. Sehr geehrter Herr Zain Othman, Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University im Studiengang Mythologie BA für das akademische Jahr 2003-2004 wurde angenommen. Yes! Das Semester beginnt am 2. September 2003. Für den Antritt des Studienplatzes müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Andernfalls werden Sie dieses Studium nicht antreten dürfen. Was? Wurden angenommen und dann nochmal irgendwas obendrauf? Was ist das? Entweder ich bin angenommen oder ich bin nicht angenommen. Aha. Für den Antritt des Studienplatzes müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Andernfalls werden Sie dieses Studium nicht antreten dürfen. Ja. Abschluss Ihres College-Studiums mit dem erwarteten Notendurchschnitt 1,3. Ah, okay. Haben wir? Erteilung eines Studentenvisums für das Vereinigte Königreich. Ja, haben wir auch. Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage Ihren Visumantrag und Umzug in das Vereinigte Königreich verkomplizieren könnte. Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Fakultät Ihren Visumsantrag nach bestem Vermögen unterstützen wird. Seit 120 Jahren hilft die Highgate University talentierten jungen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dabei, auf persönlicher Ebene in der akademischen Welt sowie im Arbeitsleben Erfolg zu haben. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu begleiten. Freundlichen Grüßen, Andrew McAllister, Director of Admissions. Naja, dann unterstützt mal. Ne? Warte mal, kann ich das eigentlich drehen? Das muss ich nochmal kurz probieren. Aha. Ist kein Geheimnis? Du hast etwas geschafft, was noch keiner in dieser Familie geschafft hat. Ich bin so stolz auf dich, Zane. Und jetzt hol dir den Abschluss. Mit Liebe, Papa. Ja. Oh, genau hier. Eric, Jason, Nick, Rachel. Hoffnungsvoll, mutig, erwachsen, pflichtbewusst. Und was stand da noch? Da war da noch was. Sachkundig, okay. Und hier unten stand auch noch was? Was? Stur? Oder so. Okay. Ah, hier geht's noch weiter, okay. Was haben wir hier? Untersuchen. Okay. So sind das so abgeknickt hier. Was? Okay. Aber das ist kaputt gewesen, der Bilderrahmen. Aber das Geschenk haben wir ja mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sehen. Mein Sohn wird erwachsen. Liebe Papa. Aha, okay. Oh, hier wird alles unscharf.
Okay. Gehen wir hier rüber. Das letzte habe ich nicht gesehen. Das Bild von eben. Davor oder meinst du jetzt hier? Ja, warte mal, ich nehm noch mal kurz das auf. Das hier? Das sieht so seltsam aus links. Dann sie hier noch. Nee, was da im Menü stand. Ach so. Du meinst das hier jetzt, ja? Ja, jetzt steht es hier stur. Ja, das kannst du nicht immer sehen, weil das löst sich auf, wenn der Charakterzug zu schwach ist. Taucht das nur ganz kurz auf. Aber die Hauptsachen sind bei ihm erwachsen, mutig, hoffnungsvoll, pflichtbewusst. Ach so, ja. Okay. Gut. Ja, immer rechtzeitig sagen, ne? Nicht, dass ich dann schon ganz weit weg bin. Ah, die Kamera ist hier ein bisschen... Oh, hier ist gar kein Spiegel. Bestimmt gleich was hier rausgesprungen. Aber so mit dem Orange, das macht echt einen angenehmen Eindruck. Finde ich gut. Kleiderschrank, ist hier irgendwas? Okay. Sehen? Gar nicht hier. Losgegangen. Hier haben wir doch noch was. Ach, unterm Bett. Okay. Oh, ob wir sehen, Tanny. Ja, was? Ja, aber... Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. طبعا. رجعت؟ أي رجعت. هو زين مع مع هو زين مع ابنك؟ طارق. أيوة طارق. هما مع بعض. راحوا ياخدوا الأتوبيس بقالهم ساعة. كله بخير؟ أو دي بس كود؟ آه، ich hab was für ihn. لا لا كله تمام اصله كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه هديه كويسه اه لما يرجع ابعته لي حالا ما اقدرش اقول له امتى هيجي انت عارف الولاد اي وقت ابعته لي لو سمحت طبعا Der sieht eher aus, als wäre das denn sein Bruder, aber nicht der Papa. بصري اهلا انا مولاس لازم نتحرك على طول انت بتقول ايه يا سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا nein, ich muss zu meinem Sohn. Krieg ist vorbei. ما اقدرش اعمل ده يا فندم. ابني محتاجني.
الامر يا جندي. Oh hell no. Oh, der wollte den erschießen. Ja, hoffentlich. Zagros-Gebirge. Ihr seid allein. Viel Glück und viel Spaß. Verstanden. Vielen Dank. Over. Also ich finde es richtig gut bis jetzt. Wie findet ihr das? Bereithalten, Jungs. Wir sind gleich da. Hey, Mervyn. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemeint? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Die verstehen sich gut, gefällt mir. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Aber es bleibt auch so. Ja, ich denke, es wird noch richtig unheimlich. Drück mir den Daumen. Wie lange hattest du den Verrat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt doch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey. Ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich wird sie nicht eifersüchtig. Mann, Rachel. Hey, was gibt's da zu lachen? Sergeant K, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle 4 Stunden. Hey, alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Ich steh dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, ein Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Ja, bleibt. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Darauf habe ich jetzt gewartet, dass sie den Ruf machen. Unserem Planeten ist noch so viel verborgen. Zeit, dass wir es ausgraben. Ich glaube, das ist Altarabisch. Jason landet in Zone 1846.
الأمريكان العساكر الأمريكان جوب سير دي بون جفاند erwarte Befehle ausschwärmen nicht schießen keine unnütze Gewalt. Immer besser Handzeichen zu geben, als in der anderen Sprache zu sprechen. Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchak, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Colonel, ich glaube, hier sind keine Feinde. Die Männer hier scheinen nur Hirten zu sein. Sind Sie sicher? Ist das nicht nur Tarnung? Vielleicht hat er recht. Wenn das Zivilisten sind, hat Lieutenant Kolchak gut daran getan, vorsichtig vorzugehen. Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen. Wehe, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich den Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese, berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert? Ja, das ist die aus dem vorhergehenden Teil. Definitiv. Halt still. Ich durchsuch dich nur. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ wird schon reden. Warten Sie. Ich mach das. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Wow, was war das? Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Sieht aus wie ein Hexensymbol. Ida. Hat أعرفه قريب. Was zum Teufel? Into Cam hin. Geheimnis. Oh, jetzt hat er sich geschnitten. Mit Blut besiegelt. Das reicht mir jetzt. Corporal, bewachen Sie die Gefangenen. Hast du es gehört, Marine? So, jetzt haben wir ihn mal hier. Pragmatisch, pflichtbewusst, zuversichtlich, heroisch
Ungeduldig, verantwortungsvoll. Ja, die Hirten durchsuchen den Hof. Beziehung von Jason mit Eric ansehen. Ich kann ihn sogar so bewegen. Sehr cool. Aber so, das sieht schon echt gut aus. So, Moment, ich muss das noch bestätigen, oder? Ah. Ach, hier sind wir ohne Sonnenbrille. Okay. Jason zweifelt an Erics Informationen. Eric widersprach Jason und Nick, als diese Luftunterstützung für die Mission wollten. Jason beleidigte Erics Ehefrau. Eric wies Joey aufgebracht darauf hin, dass er sein CEO sei. Eric stellte sich Jason freundlich vor. Okay. Jason sicherte Nick Rückendeckung zu. Okay, also immer was aktuell gerade die Verbindung ist. Jason und Rachel ist nichts. Salim. Na, ob der nochmal zurückkommt? Geheimnisse, okay, dann haben wir. Dieser Bericht spricht von Entwicklungshelfern, die nahe der iranischen Grenze verschwanden. Ja, Briefing zu den Banditen. Und dann haben wir noch das von gerade eben. Heidnisches Abbild. Ein heidnisches Abbild mit einem darin versteckten scharfen Widerhaken. Aha, okay. 50 Sachen gibt es. Kursrichtung. Ah, okay, was ist denn das jetzt genau? Luftunterstützung. Der Ohralte. Ah, das ist auch im Titel bei mir. Bis in den Tod. Eric war gegen Luftunterstützung bei der Mission. Dann haben wir so einen Teil freigeschalten, okay. Und das hier. Rachel sagte Eric, dass ihre Ehe vorbei wäre. Bis in den Tod. Der Uralte. Balatu starb als letzter in den Tempel. Katakomben. Okay. Coole Sache. Ja. Können wir die direkt hier ansprechen von der Seite hier? Geht nicht. Boah, die Kamera. Okay, hier kann ich nicht weiter. Sag schon, wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Die Bundoeye tbira awi ya akh. Akthar min enta mahtaju lil ghanam. Fin madkhal al maghzan. Das reicht, Lieutenant. Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich habe alles im Griff. Gibt noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Bewachen Sie den hier gut. Okay, das ging schnell. Können wir hier durch? Ah, hier ist noch was. Ah, eine zweite Tafel. Oh no. Entwaffnet.
Gefunden in der Sturm. Die und der, aber wieso? Okay. Die ist hier lang gegangen. Hier geht's raus. Ich will, dass Sie den Hof durchsuchen, und zwar jeden Winkel, jedes Bett. Wow, es ist hell. Ja, warte mal, wir reden mal mit dem. Ich schwöre, Mervyn hat uns alle verflucht. Ich glaube weder an Flüche noch an die Zahnfee oder Santa Claus. Die Zahnfee, klar. Aber Santa? Sag nicht sowas. Du hast Weihnachten ruiniert, Mann. Okay, hier können wir nicht raus. Du hast noch was? Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn er Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Okay. Was ist mit ihm hier? Okay. Ah, hier hinten. Ein Haufen Gasmasken hier. Ah, Geheimnis, cool. Gasmaske. Gasmaske, eine alte Gasmaske voller schwarzer Flecken. Naja. Vielleicht ist ja so eine Platte unterm Traktor. Warte mal, können wir durchgucken? Hier sind die anderen. Man wird von deren Schönheiten geblendet. Das stimmt. Supermodels. Aha. Irgendwo muss es ja sein. Oder ist es zu? Was? Das ist Heroin. Tja, das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Oh, shit. Oh, nein. Ihr Arschlöcher! Wow. Los! Oh, das habe ich gar nicht gesehen, das Fadenkreuz, das war so hell. Nein. Fuck. Naja, wir spielen so, wie es kommt. Ha. Rachel, wo bist du?
Rachel! Halt! Warten Sie! Oh, die treffen jetzt aufeinander. Oh, okay. Ich halte sie auf. Gebt eine Deckung und holt Joey da raus. Ah, shit. Ich glaube, die haben das ein bisschen verbessert. Mit den Quicktime-Events gegenüber zum letzten Mal. Nicht nachlassen! Oh. Ach du Scheiße. Hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Kriege ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over. Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geht es noch schlimmer? Hättest du bloß nicht gefragt. Du stehst ungeschützt, Mann. Nee, ich erschieße nicht. Nein. Fuck. Spricht denn hier keiner unserer Sprache? Nee. Oh no. Schieß nicht daneben. Hey komm, ich hab den nie erschossen, du musst mich jetzt verschonen. Das ist dein Landsmann. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh. Der Arme. Kann schon auf sich selber aufpassen. Kümmere dich lieber um dich. Scheiße! Oh wow. Der König ist erwacht. Scheiße. Jetzt geht's erst richtig los. Mervyn? Jason? Finde deine Verbündeten. Yo.
Okay, eine kleine Lampe haben wir. Drücke LB zum An- und Ausschalten der Taschenlampe. Nutze dem Zielen. Ah, okay. Aber die noch zusätzlich von der Pistole. Jo, würdet ihr euch in sowas reintrauen? Bin gleich da. Ich komme. Das ist super unheimlich. Holy hell. Oh, oh. Du wirst mich wollen. Okay, das war echt. Ach du Scheiße, was ist denn das? Sind das die Viecher von vor 3000 Jahren? Ist natürlich verschwunden, ist klar. Hier ist auch kein Gas oder so, also. Gott. Was war das? Okay. Oh. Die Vergangenheit ist es hier. Gottes Namen sind wir gelandet. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merrivac anfordern. Gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant, hey, reiß dich zusammen. Augen auf. Was gesehen? Was meinst du, was gesehen? Sah nicht menschlich aus. Im Tunnel. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwör bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reiß dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Erstmal müssen wir hier raus. Hey, Hartmann, gut, ich grüße dich. Hi, wie geht's? Na, ist gut bei euch? Ja, soweit ganz gut. Ein bisschen der Schädel drückt, aber ansonsten alles gut. Schön, dich zu lesen. Na? Was macht die Zombie-Welt? Aber verrat nicht so viel, ich hab's noch vor mir. Ich habe gehört, es spinnt ein bisschen mit der Auflösung. Was soll ich fühlen? Die hätten den Vergleich von 2018 nehmen sollen, das war viel düsterer. Ich will gar nicht. Naja. Bist du da sicher? Schauen wir mal. Aber bei dir ist auch soweit alles im Grünen. Was sind das hier? Hier können wir rausgehen. Nee, Moment mal. Ein bisschen umsehen. Okay, was war denn das für eine Kreatur? Das sah schon sehr... ja, so... Dämonen-Fledermaus-mäßig aus irgendwie. Oh, die nächste Vorhersehung. What? Ich habe gar nichts gesehen.
Nicht nochmal. Ach, da muss ich in das Menü gehen. Okay. Warte mal. Ich suche die Ruinen. Boah, das ist so spannend. Ich liebe das. Wo war denn das hier? Das hier, ne? Ja, hier. Gefunden in Unterwelt heißt es. Enge. Oh je, gute Besserung. Ja, danke dir. Danke, danke. Ja, mal schauen. Dying Light 2 muss es mir selbst noch anschauen. Erst 15 Stunden. Und das fühlt sich bisher an wie nix. Was? Wie nix? Das ist ja ein Ding, okay. Also ich habe gelesen, das hat mich ein bisschen gestört, dass ich keine Waffen mehr werfen kann. Also das finde ich nicht so cool. Ruge die Übertragung so vom Game. Also bei mir läuft hier butterweich, ist auch alles grün. Das liegt wahrscheinlich diesmal an Twitch. Ich bin nicht immer schuld. Heute ist, glaube ich, Twitch, ja. Bei mir sieht alles gut aus. Ja. Ich kann halt nur Indie-Games spielen, ja. Das packt das sonst nicht. Naja, irgendwann wird es ja besser. Der große Meister der Technologie stellt mir dann was Schönes zusammen. Bin ja schon ganz gut vorinformiert. Ja, daran liegt das ja. Ja, angeblich, wenn du das ganze Game durchhauen willst, mit Nebenquests sind es 80 Stunden und alles. Wirklich, also alles Entscheidungen, etc. dafür mindestens zweimal durchspielen. Ja, das mit den 500 Stunden habe ich auch gelesen. Habe ich auch laut gelacht. Ich war in Dying Light 1 auch sehr lange drin. Aber es gab dann so eine Phase zum Ende hin, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es wirklich leer und es passiert wirklich nichts mehr. Ich habe alles gemacht, was es gibt. Ja. Also es ist schon teilweise erschreckend, was sie gegenüber 2018er Version geändert haben. Ja, aber uncut muss das sein. Das geht nicht anders. Ja, 500 Stunden, das werden die wenigstens mal. Story und mitnehmen, was geht. Ja, die Devise und dann ist Schluss. Mal schauen, wie die Story-DLCs sind. Ich fand es ja beim ersten Teil, wie gesagt, ein bisschen frech. Was die Geschichte betrifft. Mal schauen, was sie da diesmal machen. So, wir gucken uns das nochmal an hier. Okay, das geht so schnell. Auf jeden Fall wird jemand hier in Stücke gerissen. Boah, das ist mega unheimlich. Dieses Jahr soll ja auch Möbius ins Kino kommen. Ich hätte schon richtig Schiss, wenn ich der jetzt hier wäre. Oh, können wir hier hoch? Können wir nicht. Okay. Boah, das ist mega unheimlich. Was denn? Warte mal, hier unten ist hier irgendwas? Ja. Oh, hier. Oh, eine Futterstelle. Ah, Geheimnis gefunden. Oh, Scheiße. Durchlöcherter Schatz. Wo sind deine Zähne, Kumpel? Du Scheiße. Oh, was ist denn das? Okay, lass los. Boah, die hängen bestimmt irgendwo an der Wand oder so. Okay, gehen wir jetzt mal hier durch dieses Tor. Ist es das, wo wir gekämpft haben vor 3000 Jahren und sind dann hier rausgegangen?
Gut, wir gehen mal rein. Okay, hat mich nur gewundert mit dem Ruckeln, weil deine Stimme ist richtig voll da. Ja, danke, das freut mich. Wenigstens das. Und das Game. Leichte Ruckler, ja. Ja. Ach du Scheiße. Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch. Oh Gott. Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Na, mal sehen. Außerdem sei nicht traurig. Hast ja Wurfmesser. Oh, Wurfmesser. Okay, das ist schon mal cool. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Das ist ja schon mal toll. Danke dir. Weswegen denn? Wo bekommen wir Karl von der Liebsten kurz auf K. Walter Lück. Ja, mach das. Schöne Grüße an die Lady. Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Wow, das ging schnell. Clarice? Was war das? Was ist los? Was ist mit ihr? Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Oh, weg hier! Zack! Er verblutet! Wir müssen das verarzten! Nicht sterben, nicht sterben. Ich spuck es einfach raus. Ungelogen? Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns führen. Nicht still. Mann, das Morphium. Die Fresse, Mann. Du musst still sein. Morphium. Lass los, Mann, du bringst ihn noch um! Lass mich nicht allein, Nick! Nick, du bringst ihn um! Nick, wo steckt die? Kein gottverdammten Puls. Was? Unmöglich, ich wollte ihn nicht. Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Und. Oh. Weg hier. Wie ist jetzt. Also, der ist an den Verletzungen gestorben. Ach du Scheiße. Und weggeschleppt. لازم سليم عثمان لكل الجنود انتوا فين حول انت فين انت على ماشي كابتن دار So, maximal noch wie gesagt halbe Stunde. Schauen wir mal, wo wir dann beenden können. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Captain. Boah, freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, jetzt sind wir bei ihm hier. أنا
Shire the gaff. How will Ochrog? How will Finde deine Verbündeten, durchsuche die Ruinen. Ah, der hat auch das mit dem Licht, okay. Okay. Ist das einer von uns? Okay, das ist einer von denen, ja. Von seiner Gruppe. Okay, der hat der Kreatur direkt ins Gesicht gesehen. Oh no. Oh nein, wir müssen doch nicht da runter, oder? Ah. Das mit dem Lichtschein ist richtig gut gemacht. Ah, sieh an, hier ist noch was. Oh, eine weitere Vorsehung. Spannung freigeschaltet. Tageslicht. Der König und die anderen. Pazuzu. Sonnenlicht tötet die, okay. Tageslicht. Die werden ja schlecht nach draußen kommen. Müssen irgendwie das Licht hier reinbringen. Ach du Scheiße. Geschafft. Ja, super, die Waffe ist weg. Finde deine Verbündeten, durchsuche die Ruinen, folge der Blutspur. So eine Minilampe hast du nicht, ne? Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Aber besser als nichts. Nochmal Sonne tanken. Ja, hoffentlich nicht. Oh Mann.
Machst du das trotzdem an? Okay. Oh no, hier kann ich auch reingehen. Oh, achso, hier ist Schluss. Oh, warte mal, hier. Aha. Das ist richtig gut gemacht hier. Das ist immer dasselbe. Ist das... Das ist der, auf den er gewartet hat, ne? Mit dem Zeichen. Der König. Ja, er trägt sozusagen sein Gesicht. Was sind das hier für heftige Kratzspuren? Ach du Scheiße. Okay. Was ist hier passiert? So, das ist hier. Okay, das sind immer, sind das dieselben Bilder? Ist hier irgendwas auf dem Boden zum Lesen? Hm. Hallo? Es ist so unheimlich. Oh oh. Ich höre das. Warte mal, hier können wir weitergehen. Okay, hier ist eine Wand, hier komme ich nicht hin. Hier ist auch eine Wand, bin ich hin. Okay, gehen wir durch. Das heißt, er müsste jetzt beim Brunnen rauskommen. Kann es sein? Oder bei dieser Vertiefung? In hinein. Oh no. Vorsicht. Das war klar. Oh shit. Ah, ich habe falsch gedrückt. Mutig, okay. Oh shit. Oh mein Gott, wie sieht das Ding aus? Nein, falsch gedrückt. Oh, verdammt, ich hasse das. Wow. Zack, war die Rübe ab. Ja, ich würde nicht so lange lachen, da kommen die anderen noch. Eric! Eric!
Hier stürzt gleich alles ein, verdammt! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Sofort. Karabiner schlingen, Seil Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Also die Umgebung ist echt gut gelungen. Gute Atmosphäre. Da geht's steil runter ins Nichts. Wir haben Seil. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Breit? Und du? Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Naja. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Erinnert dich das nicht an früher? Weil ich mich verloren fühle? Ja, wir gehen mal kurz hier rüber. Ah. Lohnt sich immer. Ah, holy shit. Ja, so kann es auch ausgehen. Immer noch ein paar Zuso. Oh, das ist echt mies. Aber es sieht aus, als würde die einfach so fallen. Unsicher anmaßen, rational entgegenkommt. Finde deine Verbindung, bleib nah bei Rachel. Okay. Oh, hier ist noch was Neues. Schwäche das Schädel. Die Schneidezähne dieses Schädels wurden von innen herausgepresst. Von innen herausgepresst? Krank. So, danke für die nette Lurk-Unterhaltung. Ich hau mich aber ins Bett, schlaf gut zusammen. Ja, sehr, sehr gern. Hat mich sehr gefreut, dich wieder mal hier lesen zu können, Art. Wie gesagt, dann viel Spaß auch noch bei deinem Projekt in der Weiterführung. Komm gut durch die Nacht. Schönen Start wünsche ich dir und dann bis zum nächsten Mal. Hier oder bei dir. Wir finden es raus. Danke dir vielmals. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.
Kamera manchmal, also wirklich. Warte, jetzt muss ich mich drehen. Jetzt geht's. Mich hat's auch sehr gefreut. Muss mal wieder mehr schreiben. Bis demnächst. Ja, mach das. Mach das. Da nutzt du dann den Chat richtig. Tu das. Bis demnächst. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Seit wann leuchtet der Stein hier? Okay. So hier. RGB-Beleuchtung überall. So, Rachel, ich bin bei dir. Jetzt gehen wir hier lang. Cool. Ich stelle mir dann immer so vor, ja, macht ihr das auch, wenn ihr solche alten Sachen seht und dann stellt ihr euch vor, wie das aussieht, wo noch alles mit Leben gefüllt war. Finde ich super gut. Gab es ja auch bei dem Film Die Mumie, hat man das ja auch gemacht, so einen Effekt. Okay. Sind hier irgendwelche besonderen Symbole, die wir uns merken müssen? Sumerisch ist das alles. Sieht alt aus. Alt? Uralt. Das ist... Keilschrift. Ja, sumerisch. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Das ist doch noch das Königshaus, oder? Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Wow. Okay. Oh ja, das ist der richtige Weg. Lass uns mal kurz nach hinten sehen. Was? Was ist denn das? Warte mal. Achso, das ist die Decke. Ah, okay. Ja. Da ist noch ein Bild. Ja, der Kameramann hier drin hat es auch nicht einfach. So. Scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Gut, hat geklappt. So, trinken wir mal kurz was. Du lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Tja, ich muss dir allein damit umzugehen. Unglaublich. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Nein, ich auch nicht. Naja, wer rechnet schon damit? Da ist noch was. Aha. Okay.
Das ist wieder dieser. Ah, es könnte auch der König sein. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Das sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Da ist er wieder hier, die Figur. Geheimnis. Das ist Pazuzu. Pazuzu, wer? Pazuzu. Hä? Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Aha. Hat was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Aha, sieh an, sieh an. Das war also die Steinfigur, die wir am Anfang gesehen haben. Pazuzu. Ein antikes Götzenbild, das die dämonische, sumerische Gottheit Pazuzu darstellt. Der bringt also Unheil. Eieiei. Oh Mann, sorry, ich bin eingeschlafen, ja. Ja. Wir machen sowieso nur noch ein kleines Stück. Du bist in einem Traum. In einem Traum, der in einem Traum ist. Ein geträumter Traum. Okay, das ist ja spannend hier mit dieser Figur. Cool. Ist das der Tempelbereich? Also hier dieser... Ja, obwohl, das ist ja hier... Ne, das ist es nicht. Das ist nur ein Durchgang. Okay. Das wirkt jetzt so. Warte mal. Kriegen wir die auf? Die wird nicht nachgeben. Was ist denn? Ah, ist da noch was. Ist das die Figur? Warte mal. Das war das Bild. Genau, das haben wir gerade angesehen. Müssen wir uns hier abseilen. Da unten ist Licht. Okay. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist dir geschehen? Da schießt jemand. Da schießt jemand. Puh. Jetzt wir weg. Okay. Kannst du irgendwas sehen? Ist tief. Pass auf, dass nichts von hinten kommt. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das ab. Was geht runter? Rachel Temple 1914, Tiefe 144. Okay. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Tut mir leid, Eric. Wirklich. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich lag falsch. Die Daten nochmal kontrollieren. Alle Fälle durchgehen sollen. Aber ich war mir so sicher. Ich verstehe, was es dir bedeutet. Tut mir so leid.
ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Uh-oh. Wir werden beobachtet. Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Bring den Generator zum Laufen, finde Benzin, durchsuche die Ruinen. Ach, wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Oh, okay. So, jetzt haben wir sie mal in der Steuerung. Aber das ist doch hier der Durchgang zum König. Ja, genau, das ist das. Vor 3000 Jahren sind wir hier. Sind wir schon mal hier gewesen. Genau, hier saß er oben drauf. Und hier war der General, der die geköpft hat. Den Speer geworfen. Ja, ja, okay. Wow, das ist echt mega tief gewesen hier. Aber wo die anderen dann angegriffen haben, dann war das doch an der Oberfläche. Also das war viel, viel weiter oben. Und jetzt über die ganzen Jahrtausende. Also sind ja weit über 5000 Jahre vergangen und dann hat sich das so abgesenkt, das ist ja irre. Das ist schon beeindruckend. Was haben wir hier so? Aha. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Eric, schau mal hier. Was macht ein Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Was ja, zum Teufel war gute denn Frage. Los? Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Aber wer war dann ihr Gegner? Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Weißt du es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Du weißt schon wieder, was ich denke. Hier ist noch was. Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von all dem wissen. Geheimnis. Die Leute hatten Angst vor den Bergen. 14. Oktober 1946. Okay. Lieber Randolph. Dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubig und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnen sogar 2 Dinar extra pro Kopf ab. Sie haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll. Aline Journal. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen.
Ich sehe nichts. Okay, der läuft da lang. Hier sind mehrere Sachen, oder? Aber warum nur? Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Naja, die wollten das ja schon begraben, weil die dann gewusst haben, dass hier diese Kreaturen sind. Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Weiß ich nicht. Alistair helfen vielleicht. Der Stein ist so gut gemacht. Hier ist sogar noch mehr Dynamit. Wofür brauchten die so viel? Gute Frage. Aber ich denke mal, die wollen das dann einfach hier alles versiegeln. Ah, Alina. Was? Nein, 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 ich will das lesen. Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? Der Fluch von Akkad von Aline Journaud. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naram-Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin verwendet, die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Gutäer entsendet, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Ah, okay, so haben die das gemacht. Die haben sie dann entsendet dafür, okay. Vielleicht war das ja auch eine Prüfung, dass er halt so lange abwarten muss. Vielleicht noch ein Jahr länger und dann wäre alles gut gewesen, aber er war ungeduldig und das war verhängnisvoll. Okay. Achso, hat sie eingesteckt. Okay. Ich nehme das Dackel. Den Generator zum Laufen. Achso, dann können wir mal schnell bei ihr schauen. Eigensinnig, befehlend, grob, reserviert. Entschlossen. Romantisch, okay. Ja. Was haben wir noch hier? Eric, Jason, Nick, Salim. Okay, andere Konstellation. Eric und Rachel. Rachel zeigte Verständnis, als Eric über
das Scheitern des Satellitensystems sprach. Eric war nach Rachels Sturz um sie besorgt. Eric zeigte Zuneigung für Rachel. Eric teilte Rachel Argan mit, dass er nun das Kommando über das Team hätte. Okay. Rachel war enttäuscht, als Jason einen Gefangenen schlug. Das hätte man abwenden können? Interessant. Nick und Rachel. Rachel versprach Nick, Eric zur rechten Zeit von ihrer Affäre zu erzählen. Oh, tolle Sache. Rachel und Salim. Da kommt noch gar nichts. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir mal Glück. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir's an. Uh-oh. Leuchte mal den Tank an. Hoffentlich reicht es. Ah, Scheiße. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Ich habe schon was eingesammelt. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen. Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Halt den Lauch. Schauen wir mal, wann wir das dann auflösen können. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rach. Na
Komm, spuck's aus. Du fühlst mir, Rage. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Schon okay. Wir haben keinen Stress. Wer weiß, was kommt. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Endlich wieder Licht. Irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Fragt sich für wie lange. Oh, das sind echt viele. Boah. Oh, der hat gesessen. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Vorwärts. So, ich habe mal durchquer genommen. Haben wir jetzt einen guten Speicherpunkt? Rachel Temple 1944 Fuß. Gehen wir. Suche das Tonbandgerät. Okay, Game of Thrones Ladies, das war der Einführungspart. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Zu House of Ashes. Ja, vielen, vielen Dank für alle, die reingesprungen sind. Ja. Und ja, den ersten Teil gemeinsam mit mir in der Gaming Lounge erlebt haben. Dann nochmal an Horizont fürs Reinspringen. Easy. Danke dir, Egris und Art und alle anderen, die gerne mal einen kurzen Blick riskiert haben. Vielen, vielen Dank. Schaut gerne beim nächsten Mal auch mit rein, wenn es hier weitergeht. Wenn wir die Tonbandaufnahmen uns anhören und hoffentlich interessante Informationen bekommen, was hier so entdeckt wurde, was hier gemacht wurde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und erster Eindruck richtig, richtig stark. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und hoffen wir, dass es sich so durchzieht. Und dann wird das echt super. Aber wir schauen mal. Was ein Druck. Richtig gut. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Kommt gut durch die Nacht. Schönen Start. Und dann bis zum nächsten Mal zu House of Ashes. Mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.